Hallo und herzlich willkommen zum Meister der Renaissance, Lorenzo der Prächtige, das Kartenspiel. Ich bin der Brettspielhut und möchte euch heute ganz gerne meinen Ersteindruck und die Regeln zu diesem kleinen Engine-Builder hier wiedergeben. Lorenzo der Prächtige ist das deutlich größere Spiel. Das hier ist der kleinere Bruder, aber ob es auch weniger Spaß macht, das erkläre ich euch nachher in meinem Ersteindruck. Wir werden jetzt gleich Entwicklungskarten kaufen und die hier auf unserem Tableau platzieren. Wir werden Anführerkarten bekommen und mit denen irgendwas machen können. Wir werden hier im Markt einkaufen und mit diesen lustigen Murmeln Ressourcen bekommen. Die müssen wir irgendwie bei uns speichern und wie das alles funktioniert, dazu jetzt mehr. Brettspiel du. Um das Spiel aufzubauen, sortiert ihr zunächst erstmal die Ressourcen. Den Markt bereitet ihr vor, indem ihr die Murmeln einfach irgendwie da drauf kippt. Diese Plättchen könnt ihr erstmal aussortieren mit diesen kleinen Gesichtern und dem schwarzen Kreuz. Das ist nur für Solospiel gebraucht. Jeder Spieler bekommt 1, 2, 3 und 4 Siegpunkte-Marker, den er auf die passenden Punkte hier seiner Glaubensleiste legt. Seinen Glaubensmarker ebenfalls auf das erste Feld der Glaubensleiste. Und diese Entwicklungskarten legt ihr nach Farbe sortiert in jeweiligen Stapeln mit jeweils 4 Karten gemischt hier drauf. Und deckt die Karten dann auf. Habt ihr das getan, zieht jeder Spieler noch 4 von diesen Anführerkarten blanko vom Stapel und hält die verdeckt auf seiner Hand. 2 davon sucht ihr euch jetzt aus und legt die anderen beiden einfach wieder zurück. Diese Karten werdet ihr im Verlauf des Spiels ausspielen können, gratis, und dadurch mächtige Boni bekommen. Aber was euch diese Boni bringen und wie diese Karten ausgespielt werden, dazu gerne mehr, weil dazu müsst ihr erstmal den Rest des Spiels verstehen. Insofern kommen wir da später drauf zurück. Dann sucht ihr nach einem beliebigen Prinzip den Startspieler aus und alle anderen Spieler in der Spielerreihenfolge bekommen jetzt Boni. Der zweite Spieler bekommt eine Ressource, der dritte Spieler bekommt eine Ressource und einen Glaubenspunkt und der vierte Spieler bekommt einen Glaubenspunkt und 2 beliebige Ressourcen, die ihr gleich hier in eurem kleinen Vorrat speichern könnt. Wenn ihr am Zug seid, bekommt ihr entweder Ressourcen, das ist eine der Aktionen, die ihr machen könnt. Ihr könnt eine Karte vom Markt kaufen, das ist die zweite Aktion, die ihr machen könnt. Oder ihr könnt eure Produktion anschmeißen, das ist die dritte Aktion, die ihr machen könnt. Da wir noch keine Karte haben für die Produktion und noch keine Ressourcen, um uns eine Karte zu kaufen, bleibt uns für uns als erster Spieler erstmal nur die erste Aktion, Ressourcen vom Markt bekommen. Wollt ihr euch eine Ressource nehmen, sucht ihr euch einfach eine Spalte oder eine Reihe des Marktes aus und nehmt euch die passenden Ressourcen aus dieser Spalte oder Reihe. Also hier blau, blau, gelb und hier weiß, grau, lila und gelb. Was die Ressourcen sind, steht hier was unten drunter. Rot sind diese Glaubensschritte. Nur die weißen sind leider Nieten, da bekommt ihr gar nichts für. Ihr müsst also gucken, wie es passt. Und dann nehmt ihr euch einfach diese Ressourcen, in diesem Fall ist hier blau, blau, gelb, also 2 von diesen Schilden und einmal Gold und könnt die auf eurem Tableau platzieren. Jetzt ist wichtig, ihr habt hier ja nur diesen Platz und der ist auch fast schon selbsterklärend. Hier darf nur eine Ressource liegen, hier dürfen nur 2 Ressourcen liegen, die identisch sein müssen und hier unten dürfen nur 3 Ressourcen maximal liegen, die auch identisch sein dürfen. Müssen. Wichtig ist, die gleiche Ressource kann nicht in 2 verschiedenen Fächern liegen. Also ich kann also das nicht so basteln, dass ich mal ein Oben-Schild und mal Unten-Schild habe. Habe ich schon ein Schild liegen, werde ich ein anderes Schild nicht mehr in mein Fach legen können. Also in diesem Fall wäre es wahrscheinlich günstig, ich würde die beiden Schilde hier hinlegen und das eine Gold nach da oben. Alle Ressourcen, die ihr nicht verstauen könnt, die sind leider verloren für euch, die müsst ihr wieder zurück in den Vorrat geben. Und das Schlimme daran ist, alle anderen Spieler bekommen einen gratis Glaubensschritt pro Ressource, die ihr zurück in den Vorrat tun müsst, weil einfach das so eine Strafe sein soll dafür, dass man vielleicht zu gierig war und hier oben sich 4 verschiedene Ressourcen genommen hat, die man gar nicht auf seinem Tableau irgendwie hier darstellen kann. Passt also gut auf, welche Ressourcen ihr euch nehmt. Das letzte, was ihr mit dem Markt noch machen müsst, ist die übrig gebliebene Kugel hier zu nehmen und die dann in die passende Spalte oder Reihe zu schieben, die ihr gerade benutzt habt. Ich habe jetzt hier gerade blau, blau, gelb genommen, also diese hier. Also schiebe ich die Murmel einfach hier rein. Dadurch kommt wieder eine neue Murmel, die wieder gleich für den nächsten Spieler da ist. Und der ganze Markt hat sich so ein bisschen verändert. Ihr könnt also ein bisschen taktisch auch vorgehen, gucken, was braucht mein Gegner gleich und dem vielleicht den Markt dadurch ein bisschen versauen. So, soviel zur Runde, zu Aktion Nummer 1, dem Nehmen von Ressourcen, dem Markt. Möglichkeit Nummer 2 ist, dass ihr Karten von diesem tollen großen Stapel haben wollt. Die Karten sind dabei aufsteigend in 3 Kategorien, 1, 2 und 3 sortiert und je nach Farbe. Für den Anfang wollt ihr erstmal diese Karten der Kategorie 1 kaufen und die auf euer Tableau gleich hier legen. Denn Karten der Kategorie 2 können nur gekauft werden, wenn ich schon eine Kategorie 1 Karte irgendwo liegen habe und die muss ich damit dann überbauen für immer. Die Farbe ist dabei komplett egal. Habe ich also hier so eine lila 1er Karte liegen und ich kaufe mir gleich eine gelbe 2er Karte, kann ich die da drauflegen. Damit ist die gelbe 1er Karte leider für immer für mich verloren, aber ich habe dadurch eine schöne 2er Karte und später vielleicht sogar auch eine schöne 3er Karte.
Lasst die ruhig so ein bisschen aufgefächert, weil es manchmal eben doch wichtig ist, dass ihr wisst, ah, ich habe schon eine blaue Karte gehabt und jetzt noch eine gelbe Karte, deswegen sollen wir diese aufgefächert lassen. Aber erstmal haben wir ja nur diese Einserkarte hier. So, die Kosten für diese Karten stehen jeweils oben drüber. Und diese hier kostet 2 Diener, die kostet ein Schild, ein Gold und ein Stein, die kostet 2 Gold und diese hier kostet 2 Schilde. Die einzige Karte, die wir uns also leisten können, ist die grüne Einserkarte hier, die kostet 2 Schilde. Dafür nehme ich mir einen meiner 3 Plätze, lege den dorthin und die beiden Schilde kommen zurück in den Vorrat und mein Zug ist schon wieder vorbei. Mit der dritten Aktion im Spiel kann ich meine Produktion anschmeißen, die auf meinem Tableau hier ist. Und zwar werde ich jetzt in beliebiger Reihenfolge alle Karten aktivieren dürfen, auf denen irgendwelche Produktion stattfindet. Und die Produktion ist relativ einfach. Auf der linken Seite steht immer, was ihr bezahlen müsst und auf der rechten Seite steht immer der Output nachher, was ihr also dafür bekommt. Am besten ist, ihr sortiert euch schon mal die Ressourcen aus eurem Vorrat vorher so ein bisschen so rum, wie ihr die gerne auf euren Karten verteilen wollt. Denn wenn Karten einen Output geben, zum Beispiel diese hier gibt uns ja ein Gold, könnte ich dieses Gold nicht verwenden, um das hier anzuschmeißen, sondern muss halt alles virtuell gleichzeitig anwerfen. So, und jetzt würde ich mich dazu entscheiden, das hier zu tun. Das heißt, ich nehme einfach ein Gold, schmeiße das zurück in den Vorrat und dafür bekomme ich hier einen Glaubensschritt. Ja, ich bin auf 1, ich habe keinen bekommen gratis. So, und die andere Sache, die man sowieso schon machen kann, ist 2 beliebige Ressourcen tauschen in eine andere beliebige Ressource. Jetzt kommt der große Kniff. Ressourcen, die ihr bekommt, wenn ihr das hier tut, die wandern nicht wieder zurück hier oben in diese kleine Schatzkammer, sondern die wandern in eure Truhe. Deswegen ist hier unten so ein schöner Pfeil. Und wenn ihr also gleich Ressourcen bekommt als Output, wandern die in eure Truhe. Und da dürfen so viele Ressourcen da liegen, wie ihr wollt und auch vom Typ her komplett unterschiedlich. Diese Ressourcen dürft ihr natürlich ebenfalls benutzen, um hier gleich oben die Karten zu kaufen. Aber mein Tipp wäre, erstmal die hier wegzukaufen, weil die hier sind eben möglicherweise vom Platz her limitiert und führen nachher dazu, dass die anderen Spieler Glaubensschritte kriegen, wenn ihr neue Ressourcen vom Markt da nicht unterbringen könnt. Irgendwann wird beim Wandern dieses Glaubensmarkers, diese Papstmütze hier erreicht oder überschritten und in dem Moment findet eine sogenannte Glaubenswertung statt. Alle Spieler gucken jetzt, ist mein Marker überhaupt in diesem kleinen Bereich oder vielleicht schon darüber hinaus gewandert? Alle Spieler, bei denen das der Fall ist, die dürfen hier dieses Plättchen umdrehen und bekommen am Ende des Spiels 2 Punkte. Alle Spieler, bei denen das nicht der Fall ist, weil ihr Glaubensmarker zum Beispiel noch hier vorne liegt, die müssen das Plättchen leider entsorgen, denn diese Wertung hier findet nur einmal im Spiel statt, nämlich wenn der erste Spieler diese Tiara hier erreicht. Selbiges gilt für diese hier und ganz zum Schluss für diese hier. Jetzt ist auch der richtige Moment, um euch diese Anführerkarten ein bisschen näher zu bringen, denn die könnt ihr als zusätzliche Aktion in eurem Spielzug kostenlos ausspielen. Allerdings müsst ihr vorher die Voraussetzungen erfüllen und die stehen hier oben links in der Ecke. Für diesen hier zum Beispiel braucht ihr 2 blaue und eine gelbe Entwicklungskarte, egal welcher Stufe. Für den hier braucht ihr 2 lilane und dort eine grüne. Aber es gibt auch welche, die zum Beispiel hier 5 Ressourcen einer bestimmten Sorte brauchen als Voraussetzung. Die müsst ihr nicht abgeben, sondern nur haben. Oder der hier zum Beispiel braucht eine blaue Entwicklungskarte der Stufe 2 mindestens, damit ihr ihn überhaupt ausspielen könnt. Und dann könnt ihr den neben euch legen. Ihr habt ja 2 von diesen Anführerkarten und beide könnt ihr im Verlauf des Spiels auch ausspielen und die haben 4 grundsätzliche Eigenschaften, nämlich einmal diese Sorte hier, die sagt, dass diese Blankosteine ab sofort immer als eine bestimmte Sorte Ressourcen gelten. Das könnt ihr euch nicht aussuchen, das ist dann einfach so. Also im Fall wäre hier lila, rot und gelb. Das kann für euch super sein, weil ihr einfach voll viele Ressourcen bekommt und Nieten ignoriert. Kann aber auch schlecht sein, weil ihr möglicherweise nachher wieder Ressourcen abgeben müsst, die ihr nicht speichern könnt und dadurch kriegen die anderen kostenlos Glaubenspunkte. Dann gibt es welche, die eine zusätzliche Produktionsfähigkeit darstellen. In diesem Fall hier, gib einen Diener ab und bekomme dafür eine beliebige Ressource und einen Glaubensschritt. Dann gibt es welche, die euch eine zusätzliche Speicherkapazität liefern für ganz bestimmte Ressourcen. Dieser hier zum Beispiel gibt euch 2 Speicherplätze für Steine, was durchaus sehr, sehr wertvoll sein kann. Und die letzten sagen, sind so eine Verbilligung, alle Karten kosten euch einen Stein weniger. Mega gut. So, das sind die 4 Sorten von Anführerkarten, die wollt ihr gerne im Verlauf des Spiels ausspielen, weil euch die einfach gute Boni bringen. Guckt also ein bisschen, dass ihr vielleicht sogar darauf hinspielen könnt, wenn das Spiel euch das zulässt. Das Ende des Spiels ist erreicht, wenn ein Spieler es geschafft hat, mit seinem Glaubensmarker diese letzte Mitra hier zu erreichen, also den letzten Schritt hier zu gehen, oder wenn ein Spieler es erreicht hat, 7 von diesen Entwicklungskarten hier zu spielen. Dann wird die Runde noch zu Ende gespielt und dann werden Siegpunkte gezählt. Ihr bekommt Siegpunkte für ausgespielte Anführerkarten. Die sind so viel wert, wie draufsteht. Immer irgendwie im Wert von 2 bis 5. Dann bekommt ihr Punkte für eure Entwicklungskarten. Auch da sind die Punkte unten abgedruckt. Natürlich, die Stufe 3 Karten geben deutlich mehr Punkte, als es diese Stufe 1 Karten tun.
Dann bekommt ihr Punkte für eure umgedrehten Gunst des Papstplättchens. Einige habt ihr vielleicht nicht erreicht, einige habt ihr vielleicht doch erreicht, dafür bekommt ihr Punkte. Und natürlich für den Schritt eures Glaubensmarkers, steht ihr zum Beispiel hier, bekommt ihr 16 Punkte, steht ihr dort, bekommt ihr 20 Punkte, voll fett. Abschließend noch für 5 beliebige Ressourcen, die ihr noch im Vorrat habt, jeweils noch einen Punkt und dann wird ausgezählt, das Spiel ist zu Ende und irgendjemand hat ganz offensichtlich gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß, es gibt ja da draußen eine ganze Menge Menschen, die ganz gerne auch Solospieler sind und für die ganz kurz die Solo-Variante, denn die ist sehr übersichtlich, aber wie ich finde, eigentlich auch ganz nett gemacht. Also es gibt diese Plättchen hier und von denen dreht ihr einfach in eurem Spielzug ein Plättchen um und befolgt die Aktion. Zusätzlich nehmt ihr diesen schwarzen Glaubensmarker, das ist der von Lorenzo dem Prächtigen selbst, und legt den auch hier auf Stufe 1. Ihr spielt das Spiel komplett normal, so als wenn andere Mitspieler auch mitspielen würden, nur wenn ihr nicht am Zug seid, dreht ihr eins von diesen Plättchen um und befolgt die Aktion. Das kann sein, dass entweder zwei Karten einer Farbe, und zwar immer von unten nach oben, weggenommen werden, in diesem Fall also zwei lilane Karten. Das kann sein, dass zwei blaue Karten weggelegt werden, oder was haben wir hier, dass der schwarze Kreuzmarker einfach zwei Schritte vorwärts läuft. Auch dieser Marker kann Glaubenswertungen auslösen und ihr könnt Pech haben, wenn euer Marker dort nicht drin liegt. Dann, was haben wir hier noch, zweimal bewegen, genau, hier haben wir einmal bewegen vom Glaubensmarker und wieder alle Plättchen mischen und wieder neu bereitlegen. Und die anderen kleinen Karten machen nur noch hier grüne und gelbe Karten weg. Das ist das Einzige, was der Gegner tut. Das Spiel ist zu Ende, wenn eine Farbe komplett aufgebraucht ist, also wenn der es geschafft hat, alle grünen Karten, gelben Karten oder alle lilanen Karten wegzukaufen, oder wenn der schwarze Marker hier hinten die 20 erreicht hat, oder ganz normal, wenn ihr einfach gewonnen habt, indem ihr einfach 7 Karten hier hingelegt habt und das rote Kreuz oder das rote Kreuz hier hinten dieses Feld erreicht. Dann zählt ihr einfach ganz normal die Punkte aus. Ende. Beim nächsten Spiel könnt ihr gerne versuchen, euch zu verbessern. Viel Spaß dabei, das finde ich eine kleine Challenge. Also man kann es auch eher als eine Art Übungsmodus verstehen, denn irgendwie so eine richtige Herausforderung hat man ja nicht, außer sich selbst, indem man das nächste Mal einfach versucht, besser als man selbst zu sein. Und was könnte es Schöneres geben im Leben? Ich habe das Spiel jetzt ein paar Mal zu zweit gespielt und ich habe es ein paar Mal alleine gespielt. In größeren Gruppen geht es leider Corona-mäßig, leider momentan noch nicht genau. So, aber was ich ganz gut finde auf den ersten Eindruck, ist, dass das Spiel im Grunde Engine Builder ist, was sich total runterkondensiert auf das eigentlich Wesentliche. Es gibt kein Brimbamborium herum um irgendwelche Karten und man versucht jetzt nicht künstlich aus so ein Thema aufzudrücken, was irgendwie gar nicht da ist. Klar, wir befinden uns irgendwie in der Renaissance und ja, wir sind irgendwelche Werkstattbauer, aber im Großen und Ganzen, sind wir mal ehrlich, geht es doch eigentlich wirklich hier um diese Engine-Karten, die wir uns aufbauen. Und da ist das Spiel einfach sehr, sehr geradeaus. Man kauft sich eine Karte, man legt sie hin, man nimmt sich Ressourcen vom Markt und legt sie hin. Da finde ich sehr schön dieses kleine Puzzeln hier, dass man wirklich überlegen muss, okay, welche Ressourcen nehme ich. So wird auch das Ressourcen nehmen, was sonst bei anderen Spielen einfach nur so, ja, ich gebe einen Aktionsmarker aus und dann nehme ich mir einfach zwei Steine und Gold. So, dadurch wird das zu einem Art von Minispiel. Und besonders schön ist natürlich diese kleine Haptik hier mit diesem Murmeln, das gefällt mir sehr gut, dieses Herumdrücken, das funktioniert hier auch ganz gut, obwohl das aus relativ günstigem Plastik gemacht ist, aber es funktioniert echt super. Ich weiß gar nicht, diese Spielhilfe werdet ihr nach einiger Zeit vermutlich gar nicht mehr brauchen, die könnt ihr dann auch weglassen, aber das mit diesem Markt und diesem Murmeln fühlt sich einfach insgesamt ganz schön an. Ja, dann habt ihr diese Sachen hier gebaut und dann fangt ihr einfach an, diese Maschine, die ihr euch gebaut habt, einfach laufen zu lassen und guckt mal, ob es funktioniert. Denn theoretisch habt ihr irgendwann einen Punkt erreicht, wo ihr das Ganze ad infinitum weiterlaufen lassen könnt, denn einige Maschinen befeuern sich gegenseitig selbst. Was ihr natürlich wollt, ist nachher diese Glaubensschritte zu gehen auf dieser Leiste, weil ihr natürlich irgendwie dadurch richtig viele Siegpunkte bekommen wollt. Aber theoretisch ist das Spiel vermutlich auch lösbar dadurch, dass ihr einfach das halbwegs ignoriert und richtig viele Punkte über diese Level 3 Karten euch reinzieht. Diese Karten ersetzen sich tatsächlich oft regelmäßig selbst. Also hier brauche ich einen Stein und kriege dafür einen Diener. Und ich wette, es gibt hier irgendwo eine Karte, die sagt, gib einen Stein ab und du bekommst irgendwas Cooleres. Hier bekomme ich schon zwei Glaubensschritte dafür. Das würde sich ersetzen. Oder hier, gib einen Stein ab und du bekommst drei Gold und ein Schild dafür. Und so gibt es das auf allen Karten, die jeweils unterschiedliche Ressourcen verbrauchen. Und mit diesen drei Gold und diesem einen Schild kann ich ja vielleicht schon wieder eine andere Karte befeuern. Zum Beispiel diese hier, nämlich ein Gold reintun und drei Steine und einen Diener bekommen. Und mit dieser Karte kann ich vielleicht schon wieder dann was anderes befeuern. Und so kann ich wirklich eine Kettenreaktion in Gang setzen
und vielleicht Runde um Runde um Runde Ressourcen zu erzeugen, um vielleicht an irgendeiner Stelle, entweder mit so einer Karte oder mit einer dieser Anführerkarten, die mir erlauben, hier sowas zu tun, auch Glaubensschritte zu gehen, einfach nachher das Ganze dann in Siegpunkte auf der Glaubensleiste umzuwandeln oder einfach möglichst schnell irgendwelche von diesen großen Karten kaufen, um das Spiel so zu beenden, dass die anderen Spieler einfach keine große Chance mehr haben, da noch irgendwie mitzukommen. Und das macht voll Spaß. Man hat natürlich, wie in jedem anderen Engine-Builder auch, insgesamt relativ wenig Interaktion. Ja, man kauft sich so ein bisschen die Karten gegenseitig weg, aber das war es eigentlich auch schon. Man kann auch ein bisschen den Markt so rumschubsen, dass man den anderen vielleicht ärgern kann oder dass man besonders positive Situationen aus dem Markt für sich selber nutzt, denn natürlich gibt es Situationen, wo man den Markt benutzen muss und das aber gar nicht möchte, weil ja vielleicht die falschen Ressourcen drin liegen, und das machte bis jetzt in den Spielen, die ich bisher gespielt habe, auch schon eine ganze Menge Spaß. Das geht natürlich alleine genauso gut wie zu zweit oder zu dritt, aber dann ist ein bisschen chaotisches Element drin, weil man einfach natürlich nicht weiß, was machen die anderen jetzt, bauen die was, kaufen die mir was weg oder schieben die den Markt so, dass ich den vielleicht gar nicht mehr gebrauchen kann. Also, Lorenzo il Magnifico The Card Game habe ich letztes Jahr auf der Messe schon gesehen und war schon ganz angetan bei Cranio Creations am Stand, jetzt hier beim Heidelberg, und das macht richtig Spaß. Schaut es euch gerne mal an, guckt rein. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, gerne unten drunter. Gut, das war's. Dann würde ich sagen, habt einen schönen Tag und bis bald.